Hallo, bei Reingedruckt geht es heute um Rechtecke, Vierecke. Und fangen wir einfach an. Ich habe die Ebene schon ausgewählt, in meinem Fall in der Ebene vorne. Und jetzt gehe ich hier auf das Symbol mit dem Viereck und den zwei Punkten drauf und dann nehmen den Pfeil. Und dann sehen wir hier dann schon die Option für Ecken und rechte Ecke. Fangen wir damit dann einfach mal an. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir einen Punkt setzen, dass wir ein Viereck ziehen können. Und wenn wir jetzt hier unten wieder reingucken, können wir wieder sehen oder können wir wieder festlegen, wo unsere X-Koordinaten sein sollen für den Startpunkt und hier für den Endpunkt jeweils. Also ich fülle das einfach mal aus. Ich sage hier minus 50, minus 150 machen wir mal lieber. Dann bleiben wir da oben in der Ecke ungefähr. Und in Y möchte ich hier 40 haben. Hier möchte ich in Y 80 haben. Und hier möchte ich in X minus 70 haben. Jetzt habe ich das Viereck so in dem Raum platziert, wie ich es gerne haben möchte, laut den Koordinaten. Alles auf diesen Punkt bezogen. Mit anderen Worten, wenn ich das, naja, machen wir später. Die zweite Art von Viereck wäre ein mittelpunktbezogenes Viereck. Also ist dieses hier. Das heißt, ich klicke einmal in den Raum und dann kann ich das so groß ziehen, wie ich das möchte. Aber ich bleibe halt mit dem Mittelpunkt immer in der Mitte. So. Und jetzt gibt es hier genau dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie bei dem anderen auch. Nur mit dem klitzekleinen Unterschied. Hier gibt man zusätzlich noch die Mitte an. Also X machen wir jetzt in dem Fall 0, damit er genau auf der Achse hier drauf liegen tut. Und in Y parken wir das die Mitte mal bei 50 mm. Und jetzt möchte ich den hier in X bei minus 30 haben. Bei Y möchte ich den bei 80 haben. Nö. Doch, machen wir 80. 80. Und hier hat er sich wieder verschoben. Machen wir nochmal die 0. Und hier machen wir die 30. Halt, 50 hat man gesagt. Verschiebt sich alles. Nochmal. Minus 30. Minus 80. Halt. 80. Nach oben, nicht nach unten. Dann hier. Weniger 30 sind 20. Und jetzt haben wir hier noch einen Punkt, den wir eingeben können. Und der ist einfach plus 30. So. Und damit hätten wir jetzt dieses Viereck fest definiert. Des Weiteren gibt es ein Eckenrecht mit drei Punkten. Das ist deshalb mit drei Punkten oder das ist deshalb so gewählt. Es gibt ja nicht immer nur Vierecke, die direkt auf der horizontalen und vertikalen liegen, sondern auch mal in anderen Winkel. Da hat man hier dann halt die erste Linie. Und wenn man dann einmal geklickt hat, hat man die Möglichkeit und kann das Viereck großziehen. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Und dann kann man hier wieder die ersten Punkte, also die Punkte angeben. Und jetzt mache ich mal hier wieder minus 70, minus 20, minus 110, damit wir auch sehen, dass was passiert, minus 60, jetzt haben sich die Werte hier wieder verändert, minus 70,
Ah, okay. Verändert sich jedes Mal der Wert mit, weil die Winkel anders sind. Man kann es auch noch, also das richtige Bemaßen machen wir dann später noch in einem anderen Tutorial. Dann haben wir hier genau dieselbe Möglichkeit wie mit dem hier oben, dass wir sagen können, okay, es geht über einen bestimmten Winkel. Und hierbei bitte aufgepasst, und zwar wenn ihr den Mittelpunkt gesetzt habt, die Linie, die ihr jetzt rauszieht, das ist der Mittelpunkt von der zweiten Linie. Also in dem Fall wäre das hier diese Linie hier. Ja, also schiebe ich das mal hier rauf und dann ziehen wir erst das Viereck auf. Und der vierte, also der letzte Klick wäre dann das Viereck. Ja, und was es auch noch geben tut, ist das Parallelogramm, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die erste Linie, die zweite Linie. Und dann kann man es dann halt, je nachdem, wie man es braucht, dann auch wieder aufziehen. Ja, und das war das kurze Tutorial zum Thema Vierecke, Rechtecke, Parallelogramm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten.